Ja, heute teile ich nochmal mit euch ein Video, das ich schon mal vor circa einem Jahr online gestellt habe. Und es passt jetzt aktuell gerade sehr gut in die Situation und vor allem auch zum Kontext meines letzten Videos, in dem es darum ging, wie wir uns mit unserem höheren Selbst oder mit der geistigen Welt verbinden. Denn es gibt natürlich auch noch weitere Aspekte der Verbundenheit, die jetzt aktuell eine große Rolle spielen. Zum Beispiel die Verbundenheit mit der Natur und mit den Naturwesen. Und wir alle wissen ja, dass es Naturwesen gibt. Aber oftmals können wir nur in eine Art telepathische Verbundenheit mit ihnen gehen, weil wir zum Beispiel Pflanzen und Bäume und so weiter oder auch Flüsse und Berge nicht in der Art und Weise wahrnehmen können, wie wir zum Beispiel Menschen wahrnehmen oder uns mit Menschen austauschen können. Aber trotzdem gibt es diesen Austausch zwischen Bergen, Flüssen, Seen und eben ganz vielen Naturregionen. Und der Mensch kann aktiv in diese Verbindung gehen. Und diese Verbindung wird in Zukunft auch eine immer größere Rolle spielen. Und gerade hier in Neuseeland spielt auch diese Verbundenheit eine besondere Rolle. Denn Neuseeland wird ja auch sehr stark geprägt von den Maoris, die vor ca. 600 Jahren hergekommen sind und die noch darum wussten oder beziehungsweise auch von dem Volk, was vorher hier war, den Waitaha, eingeweiht wurden, dass eben eine starke Verbindung hergestellt werden kann mit dem Land. Und heute beeinflussen die Maoris auch die neuseeländische Regierung und so wurde zum Beispiel einem bestimmten Fluss oder bestimmten Regionen Menschenrechte zugesprochen. Es gibt hier in Neuseeland auf der Nordinsel einen Fluss, den Whanganui River, und dieser Fluss ist den Maoris so heilig, dass man ihm die gleichen Rechte zugesprochen hat wie einem Menschen, und zwar per Gesetz, also von der Regierung. Die Regierung hat das 2014 verabschiedet, dass dieser Fluss die gleichen Menschenrechte hat, genauso wie wir. Und das heißt auch, wenn in Zukunft zum Beispiel bestimmte Veränderungen in der Natur vorgenommen werden, jetzt nicht nur speziell an dem Fluss, sondern generell sollte es so sein, wenn der Mensch in die Natur eingreift, muss vorher das Land oder die Berge oder die Flüsse, all diese Naturwesen, die davon betroffen sind, müssen natürlich vorher angehört werden. Und das können insbesondere Menschen, die eine tiefe Verbindung zum Land haben oder zu diesen Naturwesen und auch mit diesen kommunizieren können oder auch channeln können, die telepathische Fähigkeiten haben und eben auch das wahrnehmen, was diese Flüsse und Berge und so weiter wollen. Und ich selbst habe schon öfter auch diese Erfahrung gemacht in Neuseeland, als ich zum Beispiel vor fast 5 Jahren nach Neuseeland kam. Da bin ich zuerst auf der schönen Insel Waiheke Island gelandet. Ein Geschäftsfreund von mir, der war für einige Wochen oder Monate unterwegs und ich konnte sein Haus bewohnen. Und ich kam dann eben auf diese Insel, habe da auch relativ isoliert gelebt die ersten Wochen. Also es war eigentlich im Grunde genommen wie ein Lockdown. Aber ich genieße das ja total, einfach nur mit mir selber zu sein und mit der Natur. Und so war ich jeden Tag in der Natur spazieren und lebte da eben auch ganz für mich alleine quasi. Und als ich eines Tages am Strand spazieren war und mich so fragte, wie meine Reise wohl weitergeht hier in Neuseeland, da antwortete auf einmal die Insel. Und die Insel sagte zu mir, ich bräuchte mir darüber keine Gedanken machen über die weitere Reiseroute, weil ich würde erstmal die nächsten Monate hier auf der Insel bleiben. Und ich war im Moment völlig überrascht und ich blieb stehen und fragte mich, wer spricht denn da? Bis ich dann realisiert habe, dass wirklich diese Insel mit mir kommunizierte. Und die Insel sagte mir eben auch noch mehr. Sie erzählte mir, dass Neuseeland eben ein Land ist,
dass eben früher von der Menschheit vor vielen, vielen Jahrtausenden von der Menschheit besiedelt wurde, als eines der ersten Länder eben auch eine Art Hochplateau ist von Lemuria. Und dass damals vereinbart wurde zwischen den Menschen und Neuseeland, dass wenn es an der Zeit ist, dass Neuseeland seine Seelen zu sich zurückrufen wird. Und diese Zeit ist jetzt gekommen und sehr viele Seelen werden nach Neuseeland zurückgerufen. Für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Berufung, für die Bestimmung. Und so hat dieses Land mir einige Informationen wiedergegeben, auf telepathische Art und Weise. Und ich realisierte, dass Länder, Regionen, Inseln mit uns sprechen können, genauso wie auch Berge, Flüsse und Seen. Und das wird etwas sein, was in Zukunft immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird, weil wir uns wieder daran erinnern können, dass wir mit den Naturwesen kommunizieren können. Und so ähnlich erging es mir auch mal, als ich in Australien war. Ich bin in Australien auch jeden Tag in die Natur gegangen. Es gab bestimmte Orte, die ich mal besonders schön fand. Und direkt an der Küste gab es so einen wundervollen, traumhaften Wanderweg, der zu einer Steilküste führte. Und ich bin dort hochgegangen und stand oben an den Klippen von dieser Steilküste. Und es war relativ windig und stürmisch. Und die See war ziemlich rau. Und wie ich da so stand und diese Naturgewalten sah, da spürte ich auf einmal, dass eine ganz große Macht, ein ganz großes Wesen über das Meer, über den Ozean zu mir angerauscht kam und sich direkt vor mir aufbäumte und nur eine Frage stellte. Und ich nickte. Und in dem Moment ging das Wesen über mein Kronenchakra in mich hinein. Und bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte, was passierte, und bevor mir überhaupt klar wurde, welche Frage dieses Wesen gestellt hatte, ging es auch schon wieder raus, stand wieder vor mir und verbeugte sich und verschwand. Und dann habe ich eigentlich erst begriffen, was da passiert ist. Es war das Wesen von Australien, das Wesen des Landes von Australien. Und es hatte mir die Frage gestellt, ob es mich wieder rückverbinden darf. Und intuitiv hatte ich genickt. Und so führte dieses Wesen in mir eine Art Rückverbindung aus. Es hat mich wieder rückverbunden mit Australien. Und verschwand dann wieder über dem Meer. Und solche Rückverbindungen finden jetzt auch wieder statt, dass wir an bestimmten Orten oder Regionen sind und dass die bestimmten Orte oder Regionen Rückverbindungen machen. Und eine andere magische Begegnung, die ich in Neuseeland hatte, das war mit einem uralten Baum, der über 2000 Jahre alt ist. Und man nennt ihn Tanumahuta. Und man sagt, es ist der Sohn, der direkte Sohn von Gott und der Göttin, von dem Himmelsvater und der Mutter Erde. Und ich war in Neuseeland unterwegs und wollte eigentlich an der Ostküste zurückfahren, aber dann hörte ich auf einmal diesen Ruf von Tanumahuta, der an der Westküste lag, und Tanumahuta rief mich zu sich und sagte, ich sollte zu ihm kommen. Und ich bin in die Westküste entlang gefahren und während ich dahin fuhr, habe ich irgendwie die ganze Zeit geweint, weil ich die ganze Zeit schon Informationen von Tanumahuta bekam und mich erinnerte an ihn, der hier vor 2000 Jahren gepflanzt wurde, zu der Zeit,
als Jesus auf dieser Erde wandelte. Und ich bin zu Thanemhuta gegangen und ich saß direkt vor ihm und habe vor ihm meditiert. Und ich sah in Gedanken, wie Thanemhuta mich hochhob und mich in seine Krone setzte und dann eine Art Download startete. Also er gab mir diese ganzen Erinnerungen, die er so lange gespeichert hatte, gab er mir zurück. Und er sagte mir, dass diese alten Bäume die Erinnerung gespeichert haben in ihren Ästen und in ihrem Wurzelwerk und dass sie es für die Menschheit getan haben, dass wenn es an der Zeit ist oder am Ende der Zeit, sie diese Erinnerung wieder zurückgeben würden an die Menschheit. Und das machte er dann. Und er sagte mir, dass ich diese Erinnerung nicht sofort alle bekommen würde, sondern dass sie sich nach und nach entpacken, dann, wenn es an der Zeit ist. Und ich danke Thanemhuta, dass er dieses Wissen für uns bewahrt hat, für die Menschheit, um es jetzt an uns zurückzugeben. Und es gibt viele Naturwesen, viele Bäume, viele Berge, die diese Information abgespeichert haben und sie jetzt mit uns teilen wollen, damit wir uns wieder daran erinnern. Und diese Naturwesen rufen uns jetzt dazu auf, dass wir zu ihnen kommen, in die Natur, sodass sie die Informationen mit uns teilen können. Und auch das werden die Berufe der Zukunft sein. Die Menschen, die mit Naturwesen sprechen können und in den Naturwesen lesen können und deren Informationen empfangen und diese Informationen dann teilen mit der Menschheit, damit wir uns wieder daran erinnern. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.